Moin, hallo und willkommen zurück zu Vampire Legends: The True Story of Kizilova. Das ist der englische Titel. Den deutschen Titel habe ich jetzt leider vergessen, aber ist ja nicht so schlimm. Wir müssen mal hier ein bisschen mit dem Brecheisen rumhantieren, damit wir hier weiterkommen. Die verhüllte Person sabotierte ständig unsere Pläne. Wir müssen einen Weg in die Gruft finden. Es geht auch immer was kaputt, Alter. Wir machen hier alles kaputt. Es wird nur noch schlimmer. Da kommen wir nicht durch. Was ist das? Ein Engelsflügel habe ich jetzt gefunden. Okay. Das sieht aber sehr ungünstig aus. Das sieht aus, als ob das alles nachgibt. Ach, der Engelsflügel ist da oben runtergefallen. Tja. Da fehlt ein Engelsflügel. Na, so ein Zufall aber auch hier. Dir fehlt noch irgendwas hier. Die Statue ist unverständlich. Wo sind die fehlenden Teile? Dir fehlt irgendwie ein Buch oder sowas? Die Statue ist unverständlich. Wo fehlen die? Da fehlt auch noch ein Arm. Sag mir sicher, ich muss mir aus den ganzen anderen Dinger noch was zusammenbasteln. Achso, hier, Kerzen anmachen. Anleitung. Oh nein, ich muss die alle anmachen, ne, oder? Zünde alle Kerzen an, wähle eine der Kerzen, um die anderen vier Kerzen entweder anzuzünden oder zu löschen. Über das Ornament kannst du von vorn beginnen. Okay. Das ging ja noch. Spinnenstein habe ich gefunden. Da weiß ich doch schon ganz genau, wo ich damit hin muss. Und zwar hierhin. Bitteschön. Bringe alle Steine an die richtige Stelle. Die Farbe jeder Spinne sollte der Farbe des Kreises darunter entsprechen. Moment. Die ist Gold. Oder was? Das ist orange und das ist gelb. Das ist orange, das passt schon mal. Du musst dahin. Du leuchtest schon. Nee, du leuchtest nicht richtig, ne? Grün muss dahin. Puh, wie kriege ich dich denn darüber? Die hat keine, die ist weiß. Blau. Blau muss darüber. Türkis muss hierhin. Das ist jetzt doof. Das muss dahin. Du musst dahin. Die gelbe muss dahin, aber ich muss jetzt darüber. Das heißt, es geht erstmal nicht. Ich muss die Reihenfolge ändern. Das ist jetzt doof. Kann ich dich dahin packen? Ja. Das Problem ist, ich muss dich gerade ein bisschen verschieben. So, okay. Das passt. Ne, warte mal, kann ich dich nochmal zurückpacken? So, so, so. Dann habe ich die schon mal richtig. Du musst da raus, du kommst dahin. Dann würde das auch passen. Jetzt muss der Grüne dahin. Das heißt, ich muss den Grünen jetzt irgendwie in die Mitte holen. Das alles gerade ein bisschen schieben. So, jetzt muss ich aber dahin. Das ist jetzt wieder ein Problem. Ich muss dich da rausholen. Euch beide müsste ich tauschen. Wie mache ich das denn jetzt? Ha, ich muss dich da rüber kriegen. Das Problem ist leider, dass das so nicht passt. Wie kriege ich euch beide gedreht? Jetzt passt das wieder. Du musst da wieder hin. Und du musst dahin. Das passt jetzt auch nicht mehr. Immer ist irgendwas. Wie kann ich dich drehen? Du musst dahin. Dahin, Türkis und Blau passen. Euch beide müsste ich jetzt noch drehen. Ich kann dich leider nirgendwo hinschieben, ne? Wie mache ich denn das jetzt mit der Reihenfolge? Ich muss dich irgendwie drehen.
Ne, warte mal. Wenn ich euch jetzt im Uhrzeigersinn drehen lassen würde, dann müsste ich... Du gehörst da nicht hin, du gehörst nach unten, ne? Ja. Ich müsste dich darüber schieben. Mache ich denn das jetzt? Über links oder über rechts drehen? Hm. Du müsstest dahin. Kann ich euch mal kurz das Ausweich nutzen hier? Ich muss dich da jetzt rauskriegen. Das heißt, ich muss nochmal Platz schaffen. Kurz. Dass du da hochkommst. So, und jetzt muss ich zusehen, dass ich hier wieder rüberkomme. Das heißt, du gehst wieder zurück, du gehst 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 dahin, du gehst hierhin, das dahin und das dahin. Jetzt habe ich einen Spachtel gekriegt. Wow. Okay, sonst war hier aber nichts mehr, ne? Nee. Okay, dann spachteln wir mal eine Runde. Okay. Oh. Wer bitte schon betoniert hier ein Buch ein? Warum? So, der Engel, der braucht sein Buch. Diese Steinringe sehen aus, als könnte man sie drehen. Aber noch geht's halt nicht, weil da fehlt noch was. Dein Arm fehlt noch. Ich habe den Besen. Kann ich mit dem Besen vielleicht, weil der ja heil ist, dich da wegbringen? Okay, jetzt können wir hier scheinen locker zu sein. Jetzt können wir noch einen schaufeln. Natürlich nicht den Arm im Dingens. Was denn auch sonst? Okay, dann haben wir jetzt alles zusammen. Okay, drehe die Ringe so, dass eine gerade Linie senkrecht nach oben zeigt. Berühre die Linie, um von vorne zu beginnen. Von unten nach oben? Habe ich das gerade richtig gelesen? Passt nicht ganz hier, ne? Oh yeah. Ne, von oben nach unten. Darum. Da ist eine Linie. Da ist eine Linie. Das Problem ist, ich kann dich drehen, aber ich kann dich nicht drehen. So, jetzt habe ich das richtig gedreht, aber ich muss die noch anpassen. Ich hasse solche Drehrätsel. Aber wenn ich dich jetzt gerade mache, passt du wieder nicht. Okay, jetzt versuchen wir das mal gerade zu machen. Ja, das war so, das war schon fast richtig. Es reicht leider noch nicht. Ich habe die jetzt beide gerade gekriegt, aber die noch nicht. Wenn ich dich dahin drehe. Und dann versuche dich dahin zu drehen. Okay. Das ist schon ein bisschen unheimlich jetzt hier. Okay, jetzt geht's in die Gruft. In die Gruft. Und jetzt wird das mal gewimmelt. Alles klar, hier ist eine Wäschklammer. Eine Geige mit Bogen. Wo zum Geist ist hier eine Geige mit Bogen? Hier unten. Da fehlt der Bogen. Sehe ich das richtig? Wahrscheinlich, ne? Da oben ist der Bogen. Da. Okay.
Hammer. Mundharmonika ist da oben. Taschenmesser ist gerade nicht zu sehen. Was brauchen wir noch? Polierte Stiefel. Haben wir denn irgendwo hier ein Dingens? Da sind Stiefel. Haben wir noch einen Lappen oder so? Ein Lappen. Oder kann ich die Bürste? Ich nehme die Bürste. Okay. Ohrringe brauchen wir. Wo finde ich denn Ohrringe? Hier in der Schatulle? Komme ich nicht ran. Einen Ring brauche ich von dreien. Da ist ein Ring. Ist da noch ein Ring drauf? Da ist kein Ring drauf. Okay, da ist ein Ring. Und das ist ein Ohrring. Und wo ist der andere Ohrring? Der müsste auch grün sein, da oben. Okay, eine Perücke haben wir hier. Schädel haben wir dort. Eine Pfeife war hier oben. Käfer ist auch da, okay. Einen Ring brauchen wir jetzt noch. Zählt ein Schlüsselring? Ne, zählt nicht. Okay, es muss ein normaler Ring sein. Ein Ring, ein Knopf und ein Taschenmesser. Ein Knopf. Ist der hier schon wieder irgendwo? Da ist ein Knopf. Okay, jetzt brauchen wir noch den Ring und das Taschenmesser. Taschenmesser, Taschenmesser. Da ist ein Taschenmesser und da ist ein Ring. Okay, jetzt haben wir einen Schädel und jetzt müssen wir die... Oh Mann. Spinnenweben entfernen, okay. Hier. Das sieht ja aus. So, und jetzt müssen wir... Ordne die Schädel so an, dass sich keiner in einer Reihe oder Spalte wiederholt. Wie jetzt? Ich muss die alle... Achso, okay, dann, ja, warte, dann legen wir den dahin. Den dahin. Den dahin. Der muss nach oben und der geht nach ganz oben. Dann haben wir schon mal eine Diagonale. Dann legen wir hier unten einfach die anderen hin. Und dann wird sich das alles schon ergeben. Der muss dann hier oben hin. Und jetzt haben wir welche, die gucken nach oben. Ich hoffe nur, ich muss die jetzt nicht noch in einer bestimmten Reihenfolge legen hier. Der guckt nach oben. Der guckt nach oben. Der guckt schon nach oben. Dann musst du da nach oben gucken. Und du, Kollege, musst da nach oben gucken. So, dann haben wir die, die nach zur Seite gucken. Du guckst nach rechts. Du guckst nach rechts. Und du guckst nach rechts. Und du guckst auch nach rechts. Okay. Meinen Beobachtungen nach ist die Leiche ungewöhnlich blass. Fast alles Blut scheint aus dem Körper entwichen zu sein. Ich nehme an, dass die beiden Wunden am Hals, die möglicherweise von Zähnen verursacht wurden, Aufschluss darüber geben, wie es zu dem hohen Blutfluss kam. Ich konnte keine weiteren Verletzungen feststellen. Die Bisswunden scheinen von keinem mir bekannten Tier zu stammen, weshalb die Todesursache Rätsel aufgibt. 25. Das ist sehr hochwertiges Papier. Dem Wasserzeichen nach zu urteilen, vermute ich, dass nur die Stadtbeamten Zugriff darauf haben. Habe ich eine Schere? Will ich da reingucken? Eigentlich nicht. Der Deckel ist zugenagelt. Mit welchem Werkzeug kann ich den Sarg öffnen? Das Opfer hat die gleichen Wunden am Hals wie Olga. Die Haut ist so weich, dem Körper wurde alles Blut aus. Das ist auch wie furchtbar. Ich hoffe, der steht jetzt nicht wieder auf. Das fehlt mir gerade noch. Eine Schere, Streichhölzer, hier kann ich ja sonst nichts mehr machen, ne? Der Weg ist versperrt, wir müssen zurück. Okay, hier haben wir jetzt alles repariert und demoliert und hast du nicht gesehen und jetzt gehen wir einfach. Good evening. May I ask whose body this is? It's Olga, Philip's wife. She's gone. Philip's gone too. Gone mad, that is. He asked me to bring the body to the crypt and left in a hurry. He's obsessed with finding the person who did this and getting revenge. You must try and stop him before he does something foolish and gets himself killed. Okay, jetzt ist durchgedreht, weil seine Frau gestorben ist. We will do what we can. Perhaps it would be wise to start at his home.
Okay, du bringst sie weg und wir gehen dann mal zum Haus. Da sieht man Schatten. Jemand ist im Haus. Ist Philipp. Wir sollten mit ihm sprechen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.